Heiligabend, Gott kommt zur Welt. Alle Jahre wieder und doch ganz anders als sonst. Wir sind dabei, du und ich und andere. Wir sind viele, vereinzelt, mit Abstand und doch verbunden. Heute denken überall auf der Welt Menschen an diese eine große Geschichte. An die Hirten, die Tiere, die Engel und daran, wie Gott einer von uns geworden ist. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Vereint in dem Wunsch, das Wunder der heiligen Nacht zu erleben, sind wir hier. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hast du schon gewusst? Hast du schon gehört? Weihnachten ist leise, alles laut gestört. Denn nun wird erzählt von dem Kindlein klein, das uns alle einlädt, leis und zart zu sein. Lebendiger Gott, danke, dass Weihnachten ist. Du bist da, ich spüre es, ich ahne es und wenn es ganz still ist, höre ich es auch. Bleib jetzt bei uns, wenn wir von dir erzählen. Lass uns dem Kleinen und Zarten trauen, dem Frieden auf Erden, der wachsen wird wie das Kind in der Krippe. Öffne unsere Herzen, Augen und Ohren dafür, und mach uns bereit, einzutauchen in dein Geheimnis. Amen. Yeah.
Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Ein jeglicher in seine Stadt. Ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Er lehnt an der Wand der Höhle. Alles ist still, nur das Feuer knistert. Bald wird es ausgehen. Das Kind seufzt, es lächelt im Schlaf. Und für einen Moment ist alles gut. Bilder aus einem anderen, früheren Leben kommen in ihm hoch. Alles war so leicht. Er hielt seine Maria im Arm, sie tanzten und lachten und redeten von dem Leben, das sie einmal führen würden, bis in die Nacht. Bis zu jener Nacht. Er hört noch das Dröhnen. Ihr müsst los, fort. Geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Voller Ärger hat er ein paar Sachen zusammengepackt. Ein letztes Hemd, warme Socken, eine Decke. Unterwegs sahen sie viel, was sie lieber nicht gesehen hätten. So viele heimatlos, herumirrend. Gesichter gezeichnet von Elend und Hunger. Dann waren sie endlich da und hofften, einen Platz zu finden. Das Gezeter des Gastwirts klingt ihm noch im Ohr. Schert euch fort, alles voll. Geht doch woanders hin. Es schien alles aussichtslos. Doch dann fand er diesen Ort. Zwischen Ochs und Esel auf Heu und Stroh kam das Kind zur Welt. Josef seufzt. Für den Moment ist alles gut. Das Kind, ein neuer Anfang, neues Leben, er will sich nicht mehr fürchten. Thank you.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 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 Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Alle nannten ihn nur Ey. Ey, mach die Tür zu. Ey, hol mal Holz. Ey, bist du immer noch nicht fertig? Ey huschte geduckt hin und her. So ging es Tag ein und Tag aus. Er kannte es gar nicht anders. Und fast hätte er es vergessen, dass er eigentlich Elisha hieß. Wie einer der großen Propheten. Elisha, das bedeutet, Gott hilft. Manchmal, wenn er träumte, hörte er noch, wie seine Mutter seinen Namen aussprach. Elisha, warm und liebevoll. Und ganz so, als sei er etwas sehr Besonderes. Heute weiß er, dass er etwas ganz Besonderes ist. Ein Mensch, von Gott geliebt und gesehen. Und das kam so. Ey hatte wie immer die unbeliebte zweite Nachtwache. Er hatte Mühe, wach zu bleiben. Er sah zum Himmel und wollte gerade, aber dazu kam er nicht mehr. Später wird er erzählen, dass es plötzlich taghell geworden war und ihm war, als hörte er eine Stimme, als sänge der ganze Himmel von großer Freude, vom Heiland der Welt, vom Kind in der Krippe. Da rappelte Ey sich auf, nahm seinen Stab und machte sich auf Richtung Bethlehem. Und die anderen Hirten folgten ihm. Er wusste, wo er suchen musste, und fand sie unweit der Stadtgrenze. Ein junges Paar und in einem Futtertrog das neugeborene Kind. Wie lange er so dort gestanden hatte, wusste er nicht mehr. Immer wieder waren ihm Tränen über seine rauen Wangen geflossen, von ganz tief drinnen. Auf dem Rückweg lag auf seinem Gesicht ein seliges Lächeln und ein himmlischer Glanz. Der Blick des Kindes und der Glanz des Himmels haben ihn nie wieder verlassen. Und wenn jemand etwas von ihm will und ruft: Ey, mach mal! Dann richtet er sich auf, voll Würde, und sagt ruhig: Ich heiße Elisha. Gott hat mir geholfen. Thank you.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde zugesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wie denn zu ihnen gesagt war. Das Nötigste eingepackt, eine Decke, ein Stück Brot, etwas Wasser. So waren sie losgezogen. Fürchte dich nicht, hatte der Engel zu ihr gesagt. Und sie hatte mutig geantwortet: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Die erste Stunde ging noch leicht, dann wurde es immer schwerer. Als sie die Hauptstraße erreichten, trauten sie ihren Augen nicht. So viele Menschen waren unterwegs. Alte, Familien mit Kindern, junge Männer, die fast rannten. Rücksicht nahm hier keiner auf sie. Sie wurden überholt, zur Seite gedrängt. Von den Rädern vorbeifahrender Karren spritzte ihnen der Dreck entgegen. Sie kamen nur noch langsam voran. Immer wieder mussten sie anhalten, einen Moment verschnaufen. Manche drehten sich nach ihr um und schüttelten den Kopf, als ob sie diesen Weg freiwillig gehen würde. Befehl ist Befehl. Und doch fragt sich die junge Mutter sorgenvoll: Was ist mit dem Kind? Was soll aus dem Kind werden? Das Stroh raschelt ganz sacht. Plötzlich ein Quietschen und Knarzen. Das Licht blendet. Fremde Männer sind gekommen. Wobei, sie hatte sie schon einmal gesehen, heute Mittag auf der Hauptstraße. Sie hätten sie fast umgerannt. Hier, das sollen wir euch bringen. Sie legen ein Bündel Sachen vor dem Trog ab und räuspern sich verlegen. Sie verharren einen Moment und schleichen dann ganz vorsichtig zur Tür zurück. Ein Licht lassen sie da. Maria streichelt sanft ihr Kind, ihr erstes, den Gottessohn. Sie summt ein Wiegenlied und schläft ein. Und sie träumt von ihrem Kind und vom Licht. Thank you.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Am Anfang war es dunkel, kein Schimmer, alles schwarz, weil er das so wollte. Damit man das Licht besser sehen kann, wenn es kommt, hatte er sich gedacht. Und dann wartete er auf ihre Ankunft. Warten mit Sehnsucht im Herzen, das fällt nicht leicht. Besonders dann, wenn man alleine im Dunkeln steht. Zweifel steigen in ihm auf. Vielleicht hatte er sich geirrt oder verlesen. Vielleicht kommt da heute gar keiner. Vielleicht ist auch alles abgesagt wegen Omikron. Da sieht er in der Ferne ein Leuchten. Kleine weiße Pünktchen von Licht. Wie Irrlichter, die scheinbar ziellos über eine Wiese fliegen. Doch sie kommen rasch näher. Und bald erkennt er sie in voller Pracht. Die aufwendig geschmückten Trecker mit ihren Lampen und Lichterketten bringen sie Licht ins Dunkel der Nacht. Ein Funken Hoffnung in dunkler Zeit, so titelte am nächsten Tag die Zeitung über das Ereignis. Die Landwirte hatten vielen Kindern und Erwachsenen Freude bereitet mit ihrer Lichterfahrt. Und für mich weisen sie damit hin auf die große Freude, die Weihnachten allem Volke widerfahren ist. In der Krippe, da hat Gott ein Licht angezündet, ein neuer Anfang. Nicht mehr Finsternis lag auf der Tiefe, sondern ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Ein Funken Hoffnung in dunkler Zeit, der heranwächst zu einem richtigen Leuchtfeuer des Glaubens. Ein Licht aus Bethlehem als Botschafter des Friedens, auch heute noch, über 2000 Jahre, nachdem es entzündet wurde. Als Zeichen dafür geht jedes Jahr das Friedenslicht von Bethlehem einmal um die ganze Welt. Entzündet von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu, wird es vielfach geteilt und so kommt es auch zu uns. Es brennt in unseren Kirchen. Du kannst es mitnehmen von dort, kannst dich anstecken lassen und du kannst es teilen. Das Friedenslicht ist aber kein magisches Zeichen. Nichts, was den Frieden herbeizaubern kann. Es erinnert uns an unsere Pflicht, dass wir uns für den Frieden immer wieder einsetzen müssen hier auf Erden. Es ist ein Hoffnungszeichen, das sich in wenigen Jahren von einer ganz kleinen Flamme zu einem Lichtermeer ausgeweitet hat und seine Botschaft leuchtet Millionen von Menschen. So ist Jesus, er scheint für alle. Er macht keinen Unterschied zwischen Königen und Hirten. Ochs und Esel stehen neben der heiligen Familie. Gott richtet alle auf, die zu ihm kommen. Auch die, die A genannt werden, die enttäuscht sind von der Welt oder von sich selber, die Hoffnung auf Frieden schon lange verloren haben. Da, wo es besonders dunkel ist, kann das Licht umso heller leuchten. Darum, wenn deine Strahlkraft nachlässt oder deine Flamme gar ganz zu verlöschen droht, dann mach dich auf den Weg zur Krippe. Stell dich neben die Hirten und Könige und sieh das Kind an, dir zum Heil geboren. Lass dich von ihm wieder neu erleuchten. Und dann mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht
Jesus, Kind in der Krippe, Heiland der Welt, hier sind wir, verstreut und verbunden, voller Freude und voller Angst. Mach hell in uns, was dunkel ist, verwandle, was kaputt ist, in uns und in deiner Welt. Wir denken vor dir an alle, die wir lieb haben, die immer bei uns sind und die wir dieses Jahr zu Weihnachten nicht treffen können. Wir denken an all die Orte, die dich dringend brauchen, die Intensivstationen, die Flüchtlingslager und die Kriegsgebiete. Wir denken an die Trauernden, die wir kennen, die Einsamen, die Entmutigten. Wir denken an alle, die heute deine Geburt feiern. Mit ihnen zusammen stellen wir uns in dein Licht der Liebe und des Lebens und beten, wie du es uns gezeigt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich. Amen. Und jetzt frohe Weihnachten.